Hallo mein Lieber, herzlich willkommen zu dieser heutigen Ausgabe von Tools Around the World, wie inzwischen an jedem Mittwoch. Und da haben wir unter anderem heute Neuigkeiten von der Firma Southwire, von Milwaukee, von Rigid und von Dewalt. Du bist hoffentlich genauso gespannt wie ich. Herzlich willkommen zu Tools Around the World. Tools Around the World, presented by MW Tools. Die Toolshow gibt uns mal wieder eine Zusammenfassung aller Neuigkeiten. Da haben wir unter anderem die Handtools von der Firma Southwire, Trennscheiben der Elite Series von Dewalt, Nitrous Multimaterial Carbide von Milwaukee und eine Rohrleitungsmaschine von der Firma Rigid. Der amerikanische Handtool-Hersteller Southwire veröffentlicht eine neue Serie hochwertiger Handwerkzeuge, welche in Kooperation das Logo von Wounded Warrior und einer amerikanischen Flagge zieren. In der Serie finden sich unter anderem ein Romex-Kabelabisolierer, ein C-Tech Serial Split Cutter, eine Krimzange und ein 22 cm Seitenschneider mit hoher Hebelwirkung. Eine Kabelverlängerung im Blau-Rot-Look für den Außenbereich geeignet wird es auch noch geben. Nun zur Charity von Southwire, denn hier setzt sich Southwire seit 3 Jahren für die Stiftung der verwundeten Soldaten mit einer jährlichen Spende von 100.000 US-Dollar ein. Zusätzlich gibt es auch noch Mittel zur Förderung und Ausbildung geeigneter Mitarbeiter im Bereich mentale Gesundheit, Karriereberatung und Langzeitrehabilitationsversorgung nach Kriegsverletzungen. Nicht nur für die Soldaten, sondern auch deren Familien und Angehörigen. So kommen im Jahr 300.000 effektiv nutzbare Fördersumme von Southwire zusammen. Tolle Herzenssache, wie wir finden. Von Handtools und Wounded Warriors zu den neuen Rohrreinigungsmaschinen aus dem Hause Rigid. Der Rigid K912 Rohr- und Leitungsreiniger verfügt über einen flexiblen Schaft und ist die leichteste und kompakteste Lösung für Rohrreinigungsarbeiten, die es derzeit von Rigid gibt. Mit ihm können dank der Kettenschleuder sämtliche Verstopfungen und Hindernisse im Rohr entfernt werden. Bis zu 9 Meter Rohrleitungen mit einem Durchmesser bis maximal 5 cm können mit dem kleinen K912 freigemacht werden. Und der gesamte Mechanismus funktioniert mit einem handelsüblichen Akkuschrauber mit einer Umdrehungszahl von 1800 bis 2500 Umdrehungen die Minute. Die Kabelummantelung ist flexibel und schützend und hilft bei der einfachen Reinigung. Außerdem ist die verbaute Kupplung besonders langlebig. Rigid verspricht, auch wenn du mit noch keiner Rohrreinigungsmaschine gearbeitet hast, dann ist dieses kleine Modell der perfekte Einstieg. Ab sofort ist Rigids K912 für $265 erhältlich. Milwaukee veröffentlicht 2 neue Brechstangen in den Längen 91 und 106 cm. Mit dem iBeam-Design wird um bis zu 40% mehr Hebelwirkung produziert. Die Brechstangen haben einen extra gehärteten Metallkern und ein schlagfestes Hammerendstück. Außerdem ist die strukturierte Hebelfläche anti-rutschfest. Der Trilop-Handgriff hat ein widerstandsfähiges Chromendstück. Last but not least gibt es auch nur Milwaukees Lifetime-Garantie dazu. Die neuen Brechstangen gesellen sich zum erhältlichen Lineup in der Range von 20 bis 60 cm ein. In diesem Monat sollen die neuen Brechstangen erhältlich sein. Das 91 cm Modell wird $89,99 kosten und das 106 cm Modell $99,99. Auch neu von Milwaukee sind diese Nitrous Carbide Extreme Metal Tauchsägeblätter. Mit ihnen soll ein Sägeschnitt durch Schrauben und Nägel noch effektiver möglich sein als mit bisher erhältlichen und vergleichbaren Produkten. Als Teil der Nitrous Carbide Serie sind sie dafür bekannt, dass sie schnell und vielseitig in Multimaterial wie etwa Holz mit Schrauben, Zementbauplatten oder Gips- und Trockenbauwände schneiden. Die neuen Tauchsägeblätter haben eine optimierte Klingenlänge, verbesserte Sägezahnungen und eine einzigartige Materialzusammenstellung. Und mit ihren Aufnahmeöffnungen sind sie in vielen Multitools einsetzbar und reduzieren zudem die Vibration und Kontrolle bei Anwendungsarbeiten. Verfügbar in 2 Varianten, Extreme Metal und Extreme Materials und in Packungen mit 1, 3 oder 5 Sägeblättern. In diesem Monat sind die Tauchsägeblätter ab einem Preis von $24,99 erhältlich. Mit Schneidzubehör geht es in Dewalts Elite Series weiter. Und für die vielen erhältlichen Winkelschleifer gibt es nun noch robustere abrasive Trennscheiben, die eine längere Lebensdauer von 50% bei stark beanspruchenden Arbeiten versprechen. Sie haben ein druckverpresstes und komprimiertes Design, welches für eine höhere Materialdichte sorgt und daher eine verbesserte Performance und Lebensdauer hat. Jetzt haben die Trennscheiben auch noch selbstschärfende Diamantpartikel, um die Trennarbeiten noch schneller machen zu können. Das Ganze wird mit 3 Schichten Fiberglas zusammengehalten. Dadurch soll ein Brechen der Trennscheibe reduziert werden. Die Dewalt Trennscheiben der Elite Series sind in den Durchmessern von 115 bis 230 mm und als 10er und 25er Sets erhältlich. Kurze Folge, ich habe dir nicht so viel versprochen. Ich hoffe, du bist trotzdem auf dem neuesten Stand. Auch hier heißt es mal wieder, alles kann, nichts muss. Das sind Veröffentlichungen aus Amerika, die hoffentlich auch zu uns nach Europa kommen werden. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Tools Around the World. Mach's gut, ciao.